So, und damit ein recht herzliches Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Outlast. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch unbedingt an. Da seht ihr erstmal, wie wir den Doktore geklärt haben. Und wir setzen jetzt oder wir fangen jetzt direkt damit an, hier nach dem Clearen weiterzukommen. Jetzt schauen wir doch mal, was uns jetzt hier noch so schönes erwartet. Ich würde gerne von El Doctore, der hatte doch so eine schöne Schere dabei. Ja, Schere, Säge, irgendwas. Die hätte ich gerne zur Verteidigung mitgenommen. Oh, Treppenhaus. Treppenhaus, gar nicht so verkehrt. Schade, ich hätte jetzt gerne hier noch eine Battery gefunden. Vorsichtshalber. Das ist die Frage, gehen wir hoch oder gehen wir runter? Eigentlich müssten wir runtergehen, weil wir wollen ja raus. Wir gehen jetzt aber trotzdem erstmal nach oben. Weil vielleicht liegt der hier oben noch Batterieschen. Liegt leider nicht. Wir werden jetzt erstmal nochmal die Batterie tauschen. Und müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen sparsamer umgehen mit dem ganzen Stuff, den wir hier so haben. Weil sparsam. Weil wir werden wahrscheinlich nicht mehr allzu viel finden. Wo sind wir denn hier? Ah, unser berühmter Telefonhörer, der einfach daneben liegt und mir tierisch auf den Senkel geht. Wäre ich wirklich jetzt da vor Ort, würde ich den Hörer auf jeden Fall auflegen, weil das Gedudel geht mir. Gott, ich sehe ja nichts. Geht mir sowas von auf den Senkel. Wo sind wir hier? Das sieht aus wie die Halle, wo wir angefangen haben. Wo auch eigentlich die Tür ist. Wo dieses Sicherheitsterminal auch ist. Was war das? Was war da für ein Geklopfe? Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Ja, close now? Was, wie meet me outside? Ich würde lieben gerne aus dieser Anstalt hier raus. So, das ist aber ein generelles Ding, was ich gerne. Bitte. Okay, wir schließen jetzt erstmal. Er macht das auch immer so zaghaft. Warum? Also, wir hatten ja am Anfang, hatten wir ja gesehen auf den Toiletten, dass die Entwickler ja auf diese Hände in den Klos stehen. So, haben wir jeweils hier nicht mehr. Jetzt haben wir dafür einfach brennende Gliedmaße in einem Waschbecken. Oh, das ist, sieht auch sehr sauber aus. So, hier hinten hatten wir nichts mehr, ne? Genau. So, ich gehe da jetzt mal von aus, dass entweder die Twins. Warum ist hier so ein Schimmer? Dass die Twins uns gleich überraschen werden. Die uns ja. Ich sehe nichts. Die uns ja dann, aufschlitzen wollen. Hallo? Ja, und da müssen wir jetzt dann erstmal gucken, dass wir an denen vorbeisneaken. Irgendwas habe ich hier gesehen. Ah, ein Dokument. So, bestimmt wieder die falsche Taste? Jawohl. Von R. Traeger Murkoff-Corp.lu an P. Walsh Murkoff-Corp.us.com betreff Annapurna, Angestellte Nummer 531920. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920, David Annapurna.
und behandeln sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Trager oder Traeger Murkoff R&D. Ja, so kann man auch mit unbeliebtem Personal auch umgehen. Man kündigt und sagt, oh, jetzt bist du ein Patient. Und man sagt sich dann so, nö, warum? Da dürfte eigentlich nichts kommen. Hier ist zu hell. Lass uns trotzdem mal ganz kurz hier gucken. Ich fühle mich irgendwie in Sackgassen. Warum auch immer gerade, in dem Spiel zumindest. Sehr wohl. Was machen denn die Fußabdrücke? Ah lol, da muss ich raus. Lass uns doch mal ganz kurz hier trotzdem noch mal gucken. So ein bisschen looky-looky machen. Warum brennt denn das hier überall? Was die Hütte noch nicht abgefackelt ist, ey. Hier gibt es bestimmt Batterien. Ja, Batterien. Batterien. So, wenn das jetzt aber hier brennt. Ich wette doch da drauf, dass jetzt gleich... Surprise, surprise! Die Bescheuerten kommen. Ja, lass mich raten, ich darf nicht zu lange hier drinnen sein. Because of CO2 und so. Beziehungsweise Sauerstoffmangel. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Da würde ich jetzt eigentlich behaupten, ja, sollte man machen. Man sollte jetzt hier die ganze Aktion sollte man eigentlich hier runterbrennen lassen. Da vertrete ich ganz klipp und klar auch die Meinung des Pyromans. Da hat das, glaube ich, mehr Sinn macht, das Scheißding hier einfach abfackeln zu lassen. Okay, Sprinkleranlage anmachen. Eigentlich will ich das nicht. Und es ist so lange gerade nichts passiert, keine shocky Moments und so, da doch jede Sekunde. Das ist jemand. Jede Sekunde doch mir hier gleich ein Jumpscare um die Nase fliegt. So, lass uns mal hier ganz kurz gucken. Lass es brennen. Notizen. Ich bin nicht das einzige Opfer hier. Bei weitem nicht. Ich habe einen Mann gesehen, der verbrannt ist und den schmerzhaften Tod gewählt hat, um nicht an diesem Ort bleiben zu müssen. Kann ich nachvollziehen. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine pathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Kleiner Tipp, macht's nicht. Weil dann endet ihr wahrscheinlich so. Würde ich jetzt sagen. So, lass mich raten, ich muss jetzt hier... Ne, hier auch nicht. Ich bin jetzt nur wegen dem einen Dokument bin ich jetzt hier gewesen? Oh lol. Ah, Batterie ist leer. Schnell mal tauschen. Danke. So, hier kann ich noch durch. Okay. Ich sehe es doch kommen. Entweder kommen die beiden Brüder an hier. Oder.
Der andere Kompagnon sucht mich. Ich habe schon ein bisschen Schiss, war auf diesen Knopf da zu drücken. Okay. Okay. Ich sag doch, der Fetzer kommt, Alter. Öffne zuerst die Ventile. Nee, ist klar. Können wir nicht einfach die Bude abfackeln lassen und einfach rausrennen? Das würde mir persönlich gar kein Problem. Also für mich wäre es gar kein Problem. Solange ich rauskomme. Bevor die Bude runtergefackelt ist. So, jetzt habe ich nämlich wieder den lieben netten, ich sag jetzt einfach mal lieben netten Kollegen, der sich ja anscheinend sehr einsam fühlt und unsere Gesellschaft bevorzugt. Auf gut Deutsch gesagt. Und ich... Warum vibriert der Controller? Was macht er? Vor allen Dingen, wo ist er? Ich habe ihn jetzt noch nicht einmal da gesehen. Hallo. Okay, wir halten hier ein paar Schläge aus. Und sind ja, solange kein Wasser da ist, ja auch perspektivisch gesehen schneller. Eigentlich. Nee, nee, nee. Hush on. You'll have your turn. Okay, ich gehe lieber weg. Wenn du sagst, ich bin auch bald dran, dann bin ich weg. Alter. So, wie sieht's aus mit dem Dicken? Reicht das eine Ventil oder muss ich mehrere Ventile öffnen? Versteck mich erstmal. Ich renne erstmal weg und versteck mich. Ich hätte jetzt eigentlich auch direkt wieder zurückrennen können und gucken können, ob ich den Knopf drücken. Aber warte mal, wir können doch eigentlich, können wir das nicht, ne, hier nicht. Schalte die Sprinkleranlage ein, um das Feuer zu löschen. Da steht jetzt nicht drin, dass es sich um ein Ventil 2, 3, 28 handelt. Nein, da steht nur drin die Sprinkleranlage. Vorher stand da irgendwas drin mit Folge dem Priester raus und treff ihn. Das ist eine schön, viel schönere Aufgabe, finde ich. Aber nein, das ist eine Sprinkleranlage anmachen. Die funktioniert nur, wenn ich Wasser auch rein ist. Also im Prinzip eigentlich, Wasser ist ja jetzt an. Normalerweise müsste es ja jetzt so sein, dass, wenn das Wasser jetzt an ist, dass ich ja die Sprinkleranlage anmachen kann. Da würde ich jetzt denken. Ob das wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Das sehe ich auch hier nicht. Das kriege ich aber gleich raus. Hoffe ich. Okay, er hat mich anscheinend nett verfolgt. Und wenn denn nur sehr kurz... Oh. Okay. Besetzt. Gut. So, jetzt ist die Frasian. Ob er uns sieht? Ich hoffe nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier rauf zu drücken. Oder nicht? Geht er weg? Geht er weg?
sehe nicht mehr. Das muss aber nichts heißen, nur weil ich ihn nicht mehr sehe. Ist der so dumm oder? Kann er einfach nur eingeschränkt sehen? Wenn er eingeschränkt sehen kann, dann wäre das ja. Nice! Wo geht er jetzt lang? Geht er geradeaus? Nein, 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 nein! Er geht geradeaus, okay. Kann ich jetzt nämlich mal gucken? Weil er ja gerade ausgeht. Dass ich jetzt erstmal hier wieder zurückgehe. Um zu schauen, ob ich die Sprengeranlage anmachen kann. Zuerst die zwei Ventile. Und diese Information hätte ich vorher gebraucht. Weil dann wäre ich jetzt nämlich komplett anders. Situation rangegangen. Er ist jetzt gerade sehr nah an mich rangekommen. Mal ganz kurz hier schauen. Gibt es hier noch irgendwas Geiles? Wie eine Battery? Anscheinend nicht. Aber er kommt auch nicht hier rein. Okay. Nietzsche. 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 Und sehr nice. Die Frage, kriegt er das mit, wenn ich die Ventile öffne? Ich würde fast sagen, ja. Aber irgendwie kam er hier immer näher. Oh, da war er gerade. Da war er gerade. Nice and slow. Also er war ja gerade jetzt hier drin, ne? Und hat sich einen Feuchten um mich gekehrt. Ich hoffe ja einfach. Dass er einfach schlecht sehen kann. Ach, shit. Steh auf. Renn. Lalalalalalalalala. Das Geile ist, der kann anscheinend ja nicht hier durch diese Wand hier. Und damit kann ich ein Müh outplayen. Nice. Wenn euch das gefallen hat, like das Video. So eine Scheiße, Alter. Ist doch. So, jetzt kann ich hier das Ventil anmachen, right? Righty there, oder? Hallo? Ventil? Weiß nicht mehr, wo ich lang muss. Und. Okay. Also, jetzt ist ja unsere Aufgabe, wir müssen jetzt den Priester finden. The Father. Und wo muss ich dafür lang? Also hier sind wir jetzt ja gewesen. Den Raum hatten wir ja, glaube ich. Also der stand ja in Flammen. Wenn ich mich richtig erinnere, oder? Hier komme ich nicht rüber? Komm ich hier rüber? Oder stand der in Flammen? Ne, der stand nicht in Flammen. Wow! Du Ficker, Alter. What?
war das. Das war nicht gut. Das war nicht cool. Das war gar nicht cool. Das hat mir gerade gar keinen Spaß gemacht. Okay, gibt's hier vielleicht noch irgendwie eine Battery? Ne, aber hier gibt's eine Notiz. Ne, doch nicht. Jetzt drücke ich wieder für Dokumente, weil immer die falsche Taste, immer. Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort, aber ich habe immer noch diese... Aber ich habe immer noch diese Finger übrig? Möchtest du jetzt mitnehmen für dich jetzt für deine Finger? Oder... What? Was ist mit dir verkehrt? Bist du langsam auch ein bisschen... groggy? Im Kopf? Also, ne? Ist ja... Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Wie kommt der denn jetzt mit... Könnt ihr meine Finger noch hier lassen? Habe ich das falsch verstanden? Oh, jetzt lädt der, ey. Erschreckt mich doch mal umso mehr. Okay, hier ist ein Fahrstuhl. Exit! Kann ich einfach jetzt hier raus? Nice! Da ist er raus! Scheiß auf den Vater, lass uns doch einfach mal zum Auto gehen, was wir in der ersten Folge hatten, und lass uns doch einfach mal mit unserem guten leeren Tank einfach abhauen. Ja, das ist eine Option. Also wir gucken jetzt hier nochmal natürlich wegen Documents und so. Und auch Batteries. Ja, guck mal hier, haben wir nämlich noch ein Dokument. MKUltra Programm CIA Mori Dokument Nummer 140401 Seiten 159 Auszüge an Akte betreff Sonderprojekt Bluebird. Erstens, allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendungen herauszufinden, welchen Wert, falls überhaupt, sie SI und H Techniken, Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Drittens, können wir durch Post-H-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Siebtens, können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens, können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Siebzehntens, wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Okay, also ein bisschen crazy. Ich sehe hier draußen nichts. Da sind Leuchten. Also da hinten leuchtet wer. Wollen wir mal zu den Leuchten gehen oder wollen wir... Können wir versuchen... Wer leuchtet denn hier? Was ist denn da? Was ist denn da passiert? Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an, mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. How life are... What? How... Ach, how alive are you? Aktuell noch sehr. Wenn es so weitergeht, nicht mehr so sehr. Okay, hier komme ich nicht raus.
Das heißt, das Lämpchen hat mich einfach nur irritiert und mich natürlich ein bisschen abgelenkt. Ich möchte mal gucken. Was war das? Alter, was war das denn? Was soll ich denn jetzt darauf noch sagen? Also, was war das für ein Geist? Für diese Tür ist ein Ich bin jetzt schon draußen, aus dieser Anstalt, und will jetzt wieder rein. Warum? Kann ich nicht einfach über den Zaun klettern und mich einfach, Gut. Wir machen mal hier Pause. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich werde jetzt die Folge für heute beenden. Und ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Mir geht gerade ein bisschen der Stift. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Das, glaube ich, war jetzt wieder eine Nummer zu viel für mich. Gerade das Ende mit dem wunderbaren Geist. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Outlast. Und lasst ein Like da, lasst einen Comment da. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Outlast. Bis dann. Reingehauen.